Moin, muss ich mal die neue Spritze hier vorstellen. Da ist das gute Stück, 36 Meter natürlich wieder. Ist natürlich jetzt wieder dreckig, ich hätte ja gerne mal sauber gezeigt. Aber immer wenn die sauber ist und ich fahre wieder los, dann sieht sie gleich wieder so aus. Ja, UX6201 Super. Top-Apparat. Hässlich wie die Nacht, aber darum geht es ja nicht. Hier schön das Befüllcenter. Hat, die man hier eingegeben hat. Also hier sieht man 6000 Liter. Und wenn die 6000 Liter erreicht sind, schaltet der Hahn auf Stellung Fass und Befüllen ist erledigt. Einspülschleuse, wie man das kennt. Mit Achsschenkellenkung. Ja, genau, deshalb hatte ich eigentlich hinten angefangen. Damit man das sieht. Hier, Achsschenkellenkung. Aber nicht zwangsgelenkt, also elektronisch zwangsgelenkt, aber nicht. Keine Verbindung da, nur ein Gierratensensor, der ermittelt, wie weit eingeschlagen werden muss. Ja, Top-Apparat. Gestängeführung ist einfach unschlagbar gut. Aber gut, wenn man sie so jetzt sieht, nicht so schön. Ja. Aber macht Spaß damit zu arbeiten. So, hier haben wir den Amatron 4, der übernimmt Section Control, weil dieser Kollege hier keine 72 Teilbreiten auf einmal schalten kann. Ich glaube 32 ist Maximum. Ich habe aber 72 Düsen und das soll mit Einzeldüsenschaltung gehen. So, wenn man dann momentan ein bisschen windig, ich kann nicht so schön schnell fahren. Da sieht man das leider nicht so gut. Aber ist egal, wie schnell man fährt. Das Gestänge liegt immer so eingestellte Höhe über dem Weizen. Kannte ich bis jetzt hier noch nicht. Hier sieht man schön, wie die eine Düse nach anderen angeht. Einfach herrlich. Herrlich. Das macht einfach Spaß. Ja gut, noch ein paar Hektar schaffen heute.